ein Stückchen von der 90 entfernt. Ja, hier muss ich gar nicht ran. Huch. Well. Sieh doch. Da! Nur gar nicht gesehen zwischen den ganzen Menschen. Die Lalas sind halt einfach so, so winzig. Jetzt will ich mal kurz was gucken. Fünfzehn Quests noch. Wenn ich mich recht entsinne. Ah, Aldaria, ich hoffe, du konntest dich ein wenig erholen. Es ist gut, dass du hier bist. Ich wollte dich ohnehin sprechen. Ratsmitglied Furschenhof war gerade hier. Sagte, den Lopurit sei es gelungen, Heidelins Aufzeichnungen zu analysieren und Meteons Position im Steuernmal zu ermitteln. Er hat uns gebeten, umgehend zum Forum zu kommen. Ich habe die anderen bereits informiert. Du warst die Letzte, der ich noch Bescheid geben musste. Komm, wir sollten ihn nicht länger warten lassen. Der hat einen Kürbis auf! Dann aber dahin. Lächeln. Alle fit? Alle gut geschlafen? Wie ich sehe, sind wir nun alle anwesend. Dann möchte ich direkt zur Sache kommen. Die Lopurit haben die Informationen zu Meteons Verbleib, die wir von Heidelin selbst erhielten, erfolgreich analysiert. So ist es ihnen gelungen, den Endpunkt ihrer Reise zu berechnen. Der Ort, an dem sich diese Wesen vermutlich befinden, liegt weit, weit entfernt am Rande des uns bekannten Kosmos. Die Distanz dorthin entzieht sich jeglicher Vorstellungskraft. Wir haben ihm einen Namen gegeben. Ultima Thule. Thule? Wie auch immer. Thule? Wenn dieses Ultima Thule so weit entfernt ist, wie ihr sagt, haben wir denn überhaupt eine Chance, es zu erreichen? Das ist die entscheidende Frage, die es zu klären gilt. Die Distanz ist wirklich phänomenal. Ohne elementare Kenntnisse der Sternennavigation und Astrophysik ist sie kaum zu erfassen. Vereinfacht gesagt, sind die Koordinationen mit dem von uns entwickelten Sprungantrieb zwar erreichbar, der Mond mit seiner Biosphäre hat dafür zu viel Masse. Es ist fraglich, ob wir selbst mit dem gesamten im Urkristall gespeicherten Äther bis nach Ultima Thule gelangen würden. Aber wir haben Glück im Unglück. Zwar sind die Schubaggregate des Mondes mörderisch groß, aber das Modul für den Sprungantrieb ist dafür umso kompakter. Es wäre möglich, es mit einigem Aufwand in den Ätherantrieb der Rettung einzubauen. Und es wäre ja auch fast eine Verschwendung, dieses Meisterstück der Ingenieurskunst nur für kurze Reisen zwischen Ätheris und Mond zu verwenden. Vater, heißt das etwa? In der Tat, der Rat der Philosophen hat sich beraten und eine Entscheidung gefällt. Und meine Aufgabe ist es nun, euch das Ergebnis dieser Wahl mitzuteilen. Der Rat hat die Lopurit angehört und daraufhin erneut seine Optionen in Bezug auf den großen Exodus und die Verwendung der Rettung besprochen. Es erübrigt sich zu erwähnen, dass dies zu Recht hitzige Diskussionen geführt hat. Wenn wir die Rettung Richtung Ultima Thule entsenden, würden wir nicht nur unser wichtigstes Transportmittel zum Mond verlieren. Nein, der Mond selbst wäre ohne den Sprungantrieb nicht mehr imstande, die Bewohner unseres Planeten in eine neue Heimat zu tragen. Der gesamte Plan, alles wofür der Rat über Jahrhunderte gearbeitet hat, wäre null und nichtig.
Doch am Ende unserer Konsultation war ausschlaggebend, dass Hadelin persönlich ihr ganzes Vertrauen in euch gesetzt hat. Und Hadelin war es schließlich auch, die uns vor all den Jahren überhaupt erst auf den Pfad zum großen Exodus führte. Auf ihrem Rat fußt all unser Handeln. Und wenn sie einen anderen Weg für unsere Zukunft sieht, dann können wir nicht anders, als unsere eigenen Pläne ebenfalls zu überdenken. Hadelin hat gar ihre eigene Existenz in die Waagschale geworfen. Kann es einen größeren Beweis des Vertrauens geben? Der Rat ist daher zu dem Schluss gekommen, dass wir damals wie heute auf Hadelins Weisheit vertrauen. Werden wir den großen Exodus vorerst stoppen und stattdessen dabei helfen, die Rettung gegen Ultima Thule zu entsenden. Aber wir hatten noch gar keinen Vorschlag gemacht aus dem... Was ist mit all den Leuten, die sich an diese Hoffnung klammern? Das wird doch einen Aufstand geben. Nächste kann ich fliegen. Glückwunsch! Mir fehlt nur noch dann das Letzte. Ich habe ein bisschen Angst vor dem, was dann kommt. Ganz kleines Flugchen Angst habe ich. Ihr habt in Magna Glacias unter eines eures eigenen Lebens unzählig von einem... vor einem grausamen Tod bewahrt. Mit eurer Hilfe im Labyrinthus sowie bei der Beschaffung des Edeladamantis habt ihr uns unschätzbare Dienste erwiesen. Ihr habt das Vertrauen vieler Schalayaner gewonnen. Daher hat man sich dafür ausgesprochen, dass ihr über die Arche verfügen sollt. Es besteht also kein Grund zur Sorge. Nicht? Und die Loporid sind ebenfalls damit einverstanden? Wie ihr wisst, hat Hadelin uns aus Liebe für das Leben auf dem Planeten erschaffen. Wenn eure Taten dazu führen, dass das Leben auf Eteris weiter existieren kann, dann soll es so sein. In der Not muss man auch einmal Haken schlagen. Außerdem kennt sich keiner besser mit den Weiten des Sternenmeers aus als wir. Weil wir das Habitat auf dem Mond für euch geschaffen haben, wissen wir auch, was ihr braucht, um da draußen zu überleben. Wir sind also bestens geeignet, euch den Weg nach Ultima Thule zu ebnen. Und vergesst nicht, Hadelin hat mit Theons Zielkoordinaten so hinterlassen, dass wir Loporid ja schüsseln könnten. Das ist uns Hinweis genug für ihren Willen. Außerdem warst du es, der uns hierher gebracht hat, Orion-Jem. Vorher waren wir noch zufrieden damit, den Planeten zu evakuieren. Aber dank dir sind wir jetzt total verschossen in das blaue Juwel. Jetzt bleibt uns nichts anderes, als euren Plan zu unterstützen. Viel wichtiger ist, dass niemand von euch Zweifel an dieser Mission hegt und dass allen bewusst ist, welche Aufgabe vor euch liegt. Kann sich die Welt euren Entschluss sicher sein? Warum gucken mich jetzt alle wieder an? Oh, ja, worauf warten wir noch? Das ist die Art Entschlusskraft, die wir benötigen. Also dann, die Umrüstung der Rettung hat von nun an höchste Priorität. Die Loporid haben bereits den Sprungantrieb demontiert und ihn mithilfe des Isabakorb über den Turm von Babi hierher zu transportieren. Bis der Antrieb hier eintrifft und in die Arche eingebaut ist, sollte noch etwas Zeit vergehen. Ihr solltet sie nutzen, um vor eurer Mission noch einmal Kraft zu schöpfen. Wir nähern uns den entscheidenden Stunden für unser Gestirn. Wir zählen darauf, dass ihr gewappnet seid. Nein, sind wir nicht. Wohl wahr, doch wir sollten nichts überstürzen und uns überlegen, was dort vorzubereiten ist. Aber alles Weitere können wir auch draußen besprechen. Der Ausgang. Da ist der Ausgang. So. Hinaus mit uns!
da warten sie alle. Ich denke, dass wir keine besonderen Vorkehrungen zu treffen brauchen. Okay, das eine ist irgendwie Punkt weggeswitcht. Aldins Prüfung hat bewiesen, dass wir das Dynamis nicht fürchten müssen. Wir haben die Stärke und die Hoffnungslosigkeit zu überkommen. Im Prinzip sind wir bereit, Meteor und gegenüber zu treten. Und während wir weg sind, könnte Kilo und Tataru die Stellung auf Eteris halten. Keiner ist besser geeignet, die Verteidigung unseres Planeten zu organisieren als die beiden. Richtig. Und wir gehen das Problem frontal an. Wir setzen einen Schritt nach dem anderen. Immer weiter. Bis wir das Ziel erreicht haben. Du weißt ja, wir kehren immer zurück. Das sagst du einfach so daher. Aber natürlich werden wir die Stellung halten. Und wir werden für eure sichere Rückkehr beten. Wer weiß, vielleicht können wir mit unseren Wünschen und Hoffnungen gar das Dynamis beeinflussen. Danke, Krile. Also gut, dann müssen wir nur noch auf Nachricht von der Arche warten. Bis dahin sollten wir uns ausruhen und letzte Vorbereitung treffen. Schaut mal, da kommt Tataru. Freunde, wartet, einen Moment noch. Ich war ganz erschrocken, als ich hörte, dass ihr wieder zum Rat gerufen wurdet. Da bin ich direkt zum Forum gelaufen. Was wollte man denn von euch? Ja, so dies und jenes und das und das. Ich verstehe. Dann reist sie jetzt also an diesen Ort, am Ende des Sternenmeers. Also gut, ihr könnt euch auf mich verlassen. Ich bin schließlich auch ein mutiges Mitglied des Bundes der Morgenröte. Wir werden für eure sichere Rückkehr beten. Aber ich habe tatsächlich noch mehr zu bieten als nur gute Wünsche. Daher hättest du vielleicht einen Moment Zeit? Ich möchte dir etwas zeigen. Wir kehren dann schon mal zurück zum Annex. Wir sehen uns später. Danke für deine Zeit. Sei doch so gut und folge mir bitte zu Agora. War doch Agora. Agora oder Agora? Weiß es nicht genau. Irgendwas davon. Wo muss ich hin? Da hinten muss ich hin. Okay, wir springen einfach. Da hoch muss ich, glaube ich. Ja. Nein. Nein. Ah! Gosh. Da. Hey, willkommen bei Tatarus Wohlstandsmanufaktur. Was? Als exklusive Ausstatterin des Bundes der Morgenröte war es mir immer das größte Vergnügen, dich und unsere Freunde mit praktischem Rüstzeug auszustatten. Und immer zerbreche ich mir den Kopf darüber, wie man die Sachen noch besser machen könnte. Da ihr nun wohl der größten Herausforderung von allen gegenübersteht, benötigt ihr auch entsprechend Ausrüstung. Also habe ich meine Kontakte spielen lassen und die Handwerkergilden in ganz Irsee um Hilfe gebeten. Natürlich haben alle sofort eingewilligt, die besten Handwerker der ganzen Welt haben mitgeholfen. Du wirst sehen, es sind wahre Meisterwerke in Form und Funktion. Aber billig wird das nichts, das sage ich dir. Die Kassenwartin in mir hat einen schlimmen Schock erlitten. Um die Kosten etwas aufzufedern, habe ich Händlern und Handwerkern aus Tavernier angeheuert und stand in den Agora gemietet, um diese Ausrüstung allen anzubieten, denen sie von Nutzen sein könnte. Ah ja. Aber sei unbesorgt. Deine Ausrüstung ist selbstverständlich gratis. Wasarut? Sag, sind wir denn schon bereit, unser schönes Geschäft zu eröffnen?
Ah, einen Moment doch bitte. Ich muss noch letzte Vorbereitung treffen. Sieht also so aus, als müsstest du noch einen kleinen Moment gedulden. Aber sei unbesorgt. Du bist ganz sicher unsere erste Kundin. Okay. Dann warten wir mal, bis das Geschäft öffnet. Ich hätte auch schon. So, in der Zeit sehen wir wahrscheinlich nicht wieder 30 Leute. Oh, Aldaya, welch ein froher Zufall, euch hier anzutreffen. Ah. Oh, jetzt ist wieder das gleiche wie in Crystarium. Die Drachenschuppen, die ich nach Shalayan brachte, haben sich offenbar bei der Konstruktion des Ätherantriebs als nützlich erwiesen. Nidana erwähnt, dass sie und ihre Helfer zurzeit an der Arche arbeiten. Ich wache derweil nach wie vor über Razatan. Allerdings hielt sich es für angebracht, mir als Vashan ein Bild der Lage vor Ort zu machen. Ich plane, hier noch etwas zu verweilen. So erfahre ich direkt von den jüngsten Entwicklungen auf der Welt und kann eure Pläne besser nachvollziehen. Außerdem befindet sich eine Menge meiner geflohenen Landsleute hier, über die Eisigen Gipfel Galamals schließlich nach Shalayan gebracht wurden. Ah, Vashan, ich habe gerade Aldaria davon erzählt, dass ich einige der geflüchteten Bürger Razatans meine Dienste aufgenommen habe. Danke nochmal für die freundlichen Empfehlungen. Ich habe zu danken, werter Tataru. Jeder meiner Untertanen, der in diesen Zeiten ein halbwegs normales Leben führen kann, ist ein Geschenk. Und eine regelmäßige Arbeit hilft auch, die Schrecken der letzten Tage zu vergessen. Neues Selbstbewusstsein zu schöpfen. Davon abgesehen ist Razatan ein Land des Handels und des Handwerks. Die Erfahrungen, die unsere Bürger hoffentlich eines Tages zurück in die Heimat tragen, sind nicht mit Gilds aufzuwiegen. Daher dachte ich, ich starte euch einen Besuch ab, um meinen Dank zum Ausdruck zu bringen. Und wenn ihr nichts dagegen einzuwenden habt, werde ich einen Moment bei der Arbeit zuschauen. Aber nicht doch, eine Hand wäscht die andere. Wie ich hörte, waren die Handwerker Eoseas sehr beeindruckt von den Fähigkeiten und Techniken ihres Handwerksgenossen aus Razatan und habe viel voneinander gelernt, heißt es. Wer weiß, welche Früchte dieses gemeinsame Projekt in Zukunft noch trägt. Ich sehne den Tag herbei, an dem meine Augen diese Schätze aus Ost und West betrachten dürfen. Ja, ich habe gerade erst vom Inch was anderes angeschlossen. Sehr gut. Achso, Schad, wenn du gerade im Chat bist, kannst du mir ein Baguette rauslegen? Von den normalen Eingefrorenen. Damit das auftaut, damit entweder ich oder du mir nachher ein Baguette machen kannst. Eventuell. Ganz eventuell. Sonst wäre ich gleich nämlich kurz hochgegangen. Ja, ist ja erstmal egal. In der Küche brauchen wir ja nicht zwingend heißes Wasser. Ja, das mache ich. Okay, danke, mein Schatz. Danke. Muss ich nicht raus in die Kälte. Aber gut, in der Küche ist ja jetzt so nicht wichtig mit dem heißen Wasser. Ja. Habe ich nicht einen tollen Schatzi? Nö. Nö, hast du. Ja. Okay, wo war ich denn geblieben? Bevor ich hier noch weiter in Schwärmerei verfalle. Ich habe gerade erst von dem Entscheid des Rates und eurem verwegenen Plan erfahren. Und vor allem, wohin es euch verschlagen wird. Da erinnerte ich mich an die Worte meines Vaters, die vor tausenden von Jahren das Sternenmeer überquerte und diesen Planeten als seine neue Heimat auserkor. Dieses Gestirn ist unsere letzte Hoffnung, sprach er. Vielleicht war das Leben auf dem anderen Planeten, die er auf seinen Reisen gesehen hatte, bereits der Hoffnungslosigkeit anheimgefallen. Aber hier sprießt es in uns
ungezügelter Fülle. Frei, ungebrochen, in ewigem Spiel zwischen Niedergang und Erneuerung. Wie hell muss dieser Planet doch in seinen Augen erstrahlt sein. Wie laut muss der Ruf seiner Freunde durch den Äther geheilt haben. Und ihr werdet euch nun auf die lange Reise begeben, an einen weit entfernten Ort, um dieses einzigartige Juwel zu beschützen. Mögen die Drachenschuppen euch gute Dienste leisten, auch wenn es nur ein kleiner, bescheidener Beitrag ist. Auch mein Ruf soll euch durch die Welten des Sternenmeers begleiten. Ich habe fast mein ganzes Leben unter dem Sterblichen verbracht. Für jeden Tag bin ich dankbar. Aus der Tiefe meines Herzens weiß ich, dass euer Pfad nicht leicht sein wird. Aber es ist der einzige Richtige. Einzige Richtige, genau. Ja, gemeinsam schaffen wir das. Gemeinsam sind wir stark. Alvans Tod war ein schwerer Schlag. Aber ich werde alles geben, um mein Volk zu beschützen. Gemeinsam. Für unsere Zukunft. Und für alle Drachen. Entschuldigt mich nun bitte. Ich werde mich noch ein wenig in der Stadt umsehen. Tu dir keinen Zwang an. Na, wer kommt jetzt? Da geht er. Da hinten. Alter. Wie lange man immer braucht. Uff, von der ganzen Schlepperei braucht man ordentlich Hunger. Bekommt man ordentlich Hunger, braucht man ordentlich Hunger, genau. Oh nein. Oh nö. Oh nein, darf ich... Lauf. Nein, nicht du. Wir. Oh. Hallo, Schnüsselbacke. Hi. Dachte ich mir doch, dass ich diese liebliche Stimme kenne. Was? Meine Busenfreundin. Was verschlägt die hier? Alter, verbiesel dich. Ganz hochkant. Nee. Nein, ich mag dich nicht. Ah, du wartest also darauf, dass dieses Geschäft hier öffnet? Verstehe. Und ich dachte schon, du bist gekommen, um mich von der Plackerei zu erretten. Nein. Naja, macht nichts. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich mir diese Kleider ja auch mal anschauen. Nein, wenn sie für die Kriegerin das Licht gut genug sind, dann sollen sie auch mir zum Tier gereichen. Und Kleider aus fremden Ländern werden sich sicher in Ishgard alle Augen auf meinen eleganten Stadtfuhr ziehen. Oh, bitte nicht. Ich weiß, du fragst dich sicherlich, was ich hier tue. Das ist schnell erklärt. Mein verehrter Bruder meinte, mach dich in Schala ja nützlich und komm nicht zurück, bis die Arbeit erledigt ist. Und hier bin ich. Oh Gott. Stell dir vor, jetzt schleppe ich nun Kisten, gemeinsam mit den Piraten aus Limsalominsa. Das wird mir zu Hause in Ishgard niemand glauben. Nein, wirklich nicht. Obwohl sie mit den Piraten... stimmt nicht wirklich. Das mit den Piraten stimmt nicht wirklich. Denn der feine Sikard hat sich mal wieder aus dem Staub gemacht. Er hat nun wohl eine andere Aufgabe erhalten und ist mitten in der Nacht mit seinem Piratenschiff davongesegelt. Schön für ihn. Dafür musste ich jetzt in der Früh die doppelte Ladung schleppen. Stell dir das mal vor. Der Muskelmann geht auf den Segeltörn und ich... muss meine edlen Hände mit Holzsplittern malträtieren. Zu einem Überfluss ist Honorit nicht hier, um mir wenigstens etwas Ordentliches zu essen zu machen. Oh Gott. Alter, kann dir mal einer bitte mit dem Handschuh links oder rechts scheuern? Und ich bin einfach hungern. Deshalb bin ich auch zur Agora gekommen, um zu sehen, ob ich hier was Essbares finde. Gibt es irgendeine schalayanische Kost, die du empfehlen kannst? Der Laden da vorne verkauft Exegetenbrot. Wir geben ihm einfach mal so das Schlechteste vom Schlechtesten. Das wäre witzig. An deiner Stelle würde ich es in der letzten Bastion versuchen. Ach, komm, so... Nee, so gemein bin ich ja doch nicht. Ich versuche es in der letzten Bastion. Das Gasthaus am Hafen? Das Essen soll gut sein? Ja. Aber was frage ich noch? Wenn meine Busenfreundin es empfiehlt, muss es ja schmecken. Danke für die Empfehlung. Oh, nenn mich nicht Busenfreundin, bitte. Ich mag dich nicht. Beruht nicht auf Gegenseitigkeit, Junge. Auf deinen Bruder war ich jetzt nicht ganz so... Oder Halbbruder war es, glaube ich, ne? War ich jetzt auch nicht ganz so erpicht. Oh, wer kommt denn jetzt? Wahrscheinlich wieder irgendjemand, den ich leiden kann, oder? Schau nach links, schau nach rechts. Schau wieder nach links. Und schau wieder nach rechts.
Und wenn das nicht Tatara und Daidaria sind, wie schön, euch hier anzutreffen. Nein, nicht Hancock. Die Hancock-Reifen kommen wieder. Hancock, was hast du denn noch hier? Oh Gott. Du sagst es doch, dass du wieder nach Hause zurückkehren würdest, sobald das Material entladen sei. Das ist richtig, Fräulein Tataro. Und alles läuft wie am Schnürchen, möchte ich meinen. Nun bin ich aber schon mal hier im hohen Norden und dachte, ich schaue mir mal an, was der lokale Markt so zu bieten hat. Man weiß ja nie, was für Geschäftsgelegenheiten sich ergeben. Aber danach trete ich auch tatsächlich die Heimreise nach Kugana an. Sag bloß, du versuchst schon wieder Profit aus der prekären Lage zu schlagen, du Schuft. Das ist wirklich ein Humor, wie er mir gefällt, verehrtes Fräulein. Natürlich weiß ich, dass Sie alle recht redlich bemühen, diese unsägliche Katastrophe abzuwenden. Aber ich habe alles Vertrauen der Welt, dass ihr es schaffen werdet, und irgendwer muss sich schließlich um die Zeit danach Gedanken machen. Wie wäre es, wenn du deine Gilde dafür einsetzen würdest, das Leid der Welt zu mindern, anstatt daran zu denken, wie du deinen Reichtum mehren kannst? Das ist aber jetzt nicht sehr nett, Fräulein Tataro. Mein Beitrag ist es, den Optimismus zu bewahren, möchte ich zu meiner Verteidigung anmerken. Ein Vorschlag zur Güte. Wenn wir den Weltuntergang erfolgreich abgewendet haben, solltet ihr euch alle ein paar exklusive Gästezimmer im Badehaus Bukairo anmieten und ordentlich entspannen. Allerdings weiß ich nicht, ob die Ostaldenat Handelsgesellschaft für die Kosten aufkommen kann. Klingt nah. Ja, das könnte etwas teuer sein, oder? Aber ja, jetzt enttäuscht ihr mich. Ihr hattet euch nicht für eine Knauserin gehalten. Ich muss bei der Gier sparen. Aber gestattet mir, mich nun zu verabschieden, bevor ich mir noch ein weiteres Mal den Zorn der jungen Dame zuziehe. Aber ich hoffe, ihr beehrt uns bald wieder in Kugana. Ja, vielleicht. Irgendwann mal. 3-4 Jahren. Wenn wir irgendwann mal aus dem Universum. Nein, es geht immer noch weiter. Och, komm schon. Also ganz ehrlich, für sowas hätten sie sich andere Sachen einfallen lassen können. Dann renne ich lieber von A nach B. Jetzt zu warten, dass mich da irgendjemand anspricht. Das zieht doch das Ganze nur ein bisschen in die Länge. Oh. Manometer, ey. Hey, Daria! Etwa auch auf Einkaufstour. Oh Gott. Ihr habt nur das etwa und das Sass am Ende gelesen. Oh nein. Biggs und Wedge. Hallo. Lang nicht gesehen. Tatau! Die sind doch verknallt ineinander. Also eher in sie zumindest. Biggs, Wedge, wie laufen die Arbeiten an der Arche? Es ist wunderbar. Es ist ein wunderbares Chaos. Ein Traum aus experimenteller Ingenieurskunst, sage ich euch. Jeder, der einen Schraubenschlüssel halten kann, ist dabei. Theoretiker-Zause aus Schalayan, kleine Technikwunder vom Schlag der Loporit, Tinkturen-Jongleure aus Rasatan und mittendrin wir von den Metallwerken. Das wird ein Schiff, wie es kein zweites gibt. So viel ist klar. Ha, selbst Nero, der alte Miesepeter, zeigt sich zur Abwechslung mal beeindruckt. Es sollte nicht mehr lange dauern und unsere Arche ist bereits zum Auslaufen. Alpha hat die Gefahr ebenfalls erkannt und hat uns in Ralgas Wacht aufgesucht, bevor wir die Reise angetreten haben. Er ist auch hier. Er hat den erschöpften Technikern neue Kraft geschenkt. Alpha ist einfach der beste Mitarbeiter der Metallwerke. Ja. Aber genug von uns. Wir haben ja schon wirklich einiges mit dir erlebt. Aber dass es dich jetzt ins Sternenmeer zieht? Nach dem Zusammenbruch des Kaiserreichs dachte ich schon, dass es jetzt zu langweilig werden würde. Aber du weißt immer wieder zu überraschen. Ja. Der Chef ist ganz aus dem Häuschen vor Freude an dem Projekt. Ein Leben voller Schweiß, Maschinenöl und Materialverschleiß. Haha, du triffst den Nagel auf den Kopf, Wedge. Schätze, jetzt bleibt uns nur noch das Schiff zusammen zu flicken und dir eine gute Reise zu wünschen. Wir haben uns alle den Rücken krumm geschuftet. Das kann nur was werden.
Das kann nur was werden. Wir müssen es einfach schaffen. Ja, Gott. Ja, das würden. Ja, das müssen wir. Gut. Leute. Lasst mich in Sternenmeer. Ich will wissen, was mich erwartet. Ich bin aufgeregt. Und ich werde euch auf jeden Fall noch ein kleines Geschenk nachher vorbeibringen, um die Arbeit etwas zu versüßen. Das ist doch mal ein Wort. Wir machen uns dann mal langsam wieder zurück an die Arbeit. Ciao. Arrivederci. Au revoir. Er bleibt einfach stehen. Der ist voll verschossen in Tataru. Tataru oder wie auch immer. Entschuldige das lange Warten. Die Vorbereitungen sind nun abgeschlossen. Hi. Na? Tächchen. Sehr gut. Dann wollen wir doch mal sehen, was wir hier so haben. Vasaru, die junge Dame, die den Stand betreut, ist übrigens auch aus Palakasu. Tächchen. Hübsche Augen. Haben wir sie schon mal irgendwo gesehen? Ja, der Name kommt mir zumindest bekannt vor. Und ich glaube, damals habe ich auch gesagt, hübsche Augen. Ja, unsere Pfade haben sich schon öfter gekreuzt. In Purusha, aber auch in Galamalt hast du uns geholfen. Wir hatten zwar noch nicht die Gelegenheit, uns vorzustellen, aber allein schon, dass du dich an mich erinnerst, ist eine Ehre. Ja? Wir stehen alle in deiner Schuld. Ohne dich wären wir wohl nicht mehr am Leben. Wir versuchen uns jetzt, hier eine neue Existenz aufzubauen. Wenn wir irgendwann mal nach Tavernier zurückkehren, um beim Wiederaufbau zu helfen, wird das erlangte Wissen vielleicht nützlich sein. Der Gedanke an den Weltuntergang treibt mich manchmal in den Wahnsinn. Mit meinen Freunden an meiner Seite gebe ich die Hoffnung an eine Zukunft nicht auf. Also dann, schau dich genau um. Hier gibt es bestimmt etwas Passendes für dich. Du solltest schließlich mit der besten Ausrüstung in den Kampf ziehen. Die Kleider sind nicht einfach nur von der besten Handwerkern gefertigt, sondern in einzigartiger Qualität. Jeder, der Hand angelegt hat, tat es in dem Wissen, dass sein Träger für das Überleben des ganzen Gestirns kämpft. In ihnen sind die Wünsche und Hoffnungen ganzer Nation verwoben. Ich will mein Outfit aber nicht aufgeben. Bix hat schon gesagt, wir haben gemeinsam so viel erlebt, so viel durchgestanden. Ich werde nie vergessen, wie der Sonnenwind angegriffen wurde oder als wir unsere Basis im Sonnenstein hatten, wo man uns den Mordkomplott an der Sultana beschuldigte. Oder als wir den Sonnenschnee einzogen und uns dem Gottesurteil stellen mussten. Denn unsere Bemühungen im Fernen Osten und die Nachricht, dass alle plötzlich auf unerdenkliche Weise das Bewusstsein verloren hatten. Eure Reise in den ersten Splitter und der Tag, an dem ihr endlich wieder bei mir im Ursprung erwacht seid. All das werde ich niemals, niemals vergessen. In all der Zeit hatte ich nur einen Wunsch, dass ihr alle in guten wie in bitteren Zeiten gesund sein mögt. Es gab so viele Momente der Angst und der Unsicherheit, dass ich sie kaum zählen kann. Und gleichzeitig haben wir so viele liebenswerte Weggefährten kennengelernt, dass es mir das Herz vor Freude höher springen lässt. Immer habe ich euch in euren Abenteuern verabschiedet, euch hinterhergewunken mit einem bangen Herzen in meiner Brust. Und kaum wart ihr aus meinem Blick verschwunden, da habe ich schon wieder einen Moment herbeigesehnt, der mir zurückkehrt. Deshalb verspricht mir, dass ihr wiederkommt, ja? Ich versuch's. Kannst nicht versprechen. Du kannst nun jobspezifische Ausrüstungsgegenstände bei Vasaru erhalten. Die hier erhältlichen Waffen und Ausrüstungsgegenstände können mit Stufe 89 angelegt werden, unterliegen jedoch unter Umständen der Stufenbegrenzung. Sobald du im entsprechenden Job die Stufe 90 erreichst, wird die Stufenanpassung automatisch aufkommen und die Ausrüstung erhält ihre
entfaltet ihr volles Potenzial. Durch Abschluss des entsprechenden Rollenauftrags von Endwalker kannst du die Ausrüstung schließlich auch nach Wunsch färben. Und 90. Wir haben die 90 direkt erreicht, jetzt sehr geil. Max Level! Toll, jetzt habe ich hier noch wieder irgendwas dazugekriegt, oder? Ja. Oder ist... Ach du Scheiße. Die Eigenschaft verbesserte Lieder fügt deinen Liedern eine Coda hinzu. Coda-Symbol erhältst du immer dann, wenn du eines deiner drei Lieder anstimmst. Die Ballade des Weisen, Himmel des Kriegers oder Menuet des Wanderers. Okay, bei mir wahrscheinlich Menuet des Wanderers. Ja. Das benutzt ihr am meisten. Gewährt jeweils ihr ganzen Coda, die als Symbol einem Liedbalken dargestellt wird. Hast du mindestens einen Coda gespielt, kannst du luminöses Finale ausführen. Danke, Hybrid. So. Physische Angreifer. Ist es doch, ne? Ja. Wer soll es bogen? Anfordern. Ach, du grüne Neune. Bade. Anfordern. Ja gut, den Jobauftrag muss ich auch noch beenden. Das mache ich aber vor morgen. Wahrscheinlich. Okay. Tada! Tada-da-da! Alter. Alter. Ich muss jetzt nur den Hut einmal kurz. Bei Hüten war alles voll, weil ich hier ja noch meine anderen Dinger drin habe. Mittwoch kommt der neue Wasser. Okay. Ich liebe meine Rüstung. Ah! Dein französisches Baguette im Gebäck holen. Danke! Ampelliebe. Oh, ich liebe es. Das sieht so gar. Ganz ehrlich, ohne Scheiß. Ja, ist sehr gut, Frisches. Aua. Du hast ein Geweih. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du hast ein Geweih. Wie will Rocky? Das hat sich eher angehört wie so ein Herzschlag. Oh mein Gott. Einfach noch mit der Z-Axt. Aber auch nur dezent. Ganz dezent. Oh, ich liebe meine Jobrüstung. Ich muss ja eine Quest gleich noch annehmen. Ich liebe sie. Wie gesagt, selbst der Hut gefällt mir mal. Und ich bin bei Hüten immer so... Okay. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Ich
Ich heirate meine eigene Rüstung. Ja, aber ich mach erstmal weiter. Mach das. Eben muss ich auch noch weitermachen hier. Huch. Ich seh nichts. Da. Danke, dass ich dir meinen bescheidenen Laden zeigen durfte. Ich hoffe, die neuen Kleider gefallen dir. Jetzt können wir also nichts mehr weiter tun, außer abwarten und Tee trinken. Das macht man am besten mit Freunden. Soweit ich weiß, sind die anderen inzwischen zum Annex zurückgekehrt. Sie würden sich bestimmt freuen, von eurer Abreise noch ein paar entspannte Momente mit dir genießen zu können. Wie ich Krede kenne, wird sie genau wissen, was sie gerade alle treiben. Vielleicht schaust du also am besten mal bei ihr vorbei. Ja. Was denn? Muss ich hin? Da hinten. Er glitzert was. Da hinten gab es irgendwas, ne? Jobquest für den Baden und du kannst dann hier noch färben. Ich will es aber gar nicht färben. Sieht gut aus. Ich will es gar nicht färben. Aber ich weiß, das wurde ja gerade, das habe ich ja gerade selber sogar noch vorgelesen. Also, ne? Dann ist das Archiv von Karten. Okay. Ja, konntest du aber, glaube ich, gar nicht wissen. Ich weiß gar nicht, ob du da gerade zugehört hattest. Aber das stand gerade in der Beschreibung da auch mit drin. Dass ich das dann färben kann, wenn ich die Jobquest fertig habe. Aber bei dem Gear bräuchte ich das, glaube ich, gar nicht färben. Das gefällt mir eigentlich so, wie es ist. Also die Jobquest mache ich trotzdem noch, um Gottes Willen. Die mache ich nachher nach dem Stream, aber... jetzt nicht. Mir gefällt das so, wie es ist. Da bin ich mehr als zufrieden. Jetzt steht da wieder eine orange Zahl. Ich bin glücklich. Ah, ich bin happy. Hier rein. Da. Kriele, hi. Ah, du bist zurück. Und? Ich will das vom Stage. Das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Ich bin froh, dass ich das für den Baden jetzt habe. Und ich bin froh, dass ich deutlich erreicht habe. Jetzt geht es ja nur noch daran, die anderen Klassen, die ich hochhaben möchte. Mein Reaper. Als nächstes ist mein Reaper dran. Und der Tänzer. Aber erst der Reaper. Ah, du bist zurück. Und ist Tataru ihre kleine Überraschung gelungen? Mhm. Guck mal. Sie steckt wirklich voller... Oh Gott, aua. Voller zündender Ideen. Zunender, genau. Zündender Ideen, nicht wahr? Die ganze Sache war vor langer Hand geplant. Und so sind wir zur rechten Zeit bestens vorbereitet, wie es aussieht. Ach ja, die anderen waren zwar in der Zwischenzeit alle hier im Annex... sind aber schon wieder ausgeflogen. Istola, Tankred und Orion Jay sind zur letzten Bastion, um sie noch einmal in Gesellschaft ordentlich zu stärken. Alizé und Raha waren wie gewohnt rastlos und wollten nicht ruhen, sondern sind noch etwas auf die Reise... sondern sie noch etwas auf die Reise vorzubereiten. Sie haben sich auf der Suche nach Zauberfolianten in diversen Schriften über das Sternenmeer zum Numenon aufgemacht. Und Alfino und Istinien sind offenbar zu einem letzten Hausbesuch bei den Levios aufgebrochen. Vielleicht schaust du bei allem mal vorbei. Sie werden sich sicherlich freuen, dich zu sehen. Muss ich? Wenn du dich beeilst, bekommst du vielleicht auch noch einen Leckerbissen in der letzten Bastion. Unsere hungrigen Freunde sind gerade erst vor kurzem aufgebrochen. Etwas Ruhe und Geselligkeit wird dir bestimmt auch gut tun. Ja. Nee. Letzte Bastion ist da unten.
Ja. Nein. Ja. Okay. Ich glaube, es sind nur noch 13 Quests. Ah, Omega und Alpha. Hallo. Hallo, ihr Süßen. Oh, süß. Irgendwo suchen sie nicht mehr ab. Echt? Also ich sehe nur Regenwolken. Piep, Ratter, piep. No. So süß. Wenn das nicht unsere Helden ist, komm, gesell dich zu uns. Wir wollen auf unsere Reise anstoßen. Ich bestell dir gleich mal was. Hier, bitte, setz dich doch. Diese langen Reden immer vor einer Reise. Erzähl Oh schon, Gott. was wollte Tataru eigentlich von dir? Ach, was für eine schöne Überraschung. Unsere Tataru ist einfach die Beste. Tataru, sie hat schon recht. Wenn man zurückblickt, haben wir verdammt viel gemeinsam durchgemacht. Und dabei auch mindestens genauso viel erreicht. Es kommt mir wie eine halbe Ewigkeit vor, dass uns das Schicksal mit dem weisen Louisois zusammenführte. Es folgte die Gründung des Bundes, der erste Schritt auf unserer langen Reise. Doch je mehr wir auf unseren Abenteuern erleben, desto bewusster wird Pizza! mir, wie wenig ich eigentlich über diese Welt weiß. Weise Worte. Pizza lecker. Als ich meine Studien in dieser Stadt begann, beende ich wahre Weisheit in Reichweite meiner wissbegierigen Hände. Doch in Wirklichkeit hatte ich lediglich die erste Seite einer gewaltigen Enzyklopädie aufgeschlagen. Jede neue Bekanntschaft, jedes Treffen eröffnet uns neue Türen und erweitert unseren Horizont. Selbst von unseren bittersten Widersachern konnten wir etwas lernen. Und ehe wir uns versehen, führt uns unser Weg an den Rand des Universums selbst. Ultima Thule und die Endsängerin. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, was uns dort erwartet. Egal was es ist. Wir dürfen nicht scheitern. Das habe ich Menphilia geschworen. Hä? Was ist Tancred? Nichts. Ich bin nur immer wieder aufs Neue überrascht, wie sehr wir uns verändert haben. Wie sehr uns unsere Erfahrungen zusammenschweißen. Gemeinsam sind wir weit gekommen. Und die letzten Jahre werden wir auch zusammen beschreiten. Das Leben geht weiter. Das ist es. Ich nehme das Schürtchen. Was uns eint. Und die Pizza. Und wenn wir wieder zurück sind, und den müssen Rap. Wir uns ernsthafte Gedanken machen, was wir mit der gewonnenen Zukunft anfangen wollen. Da ist was dran. Die Primae haben wir im Griff. Der Spuk der Ashians ist beendet. Es mag wie ein Traum erscheinen, aber endlich ist der Frieden zwischen den Völkern in greifbare Nähe gerückt. Das erste Mal ziehen alle an einem Strang. Ja, wir sind auf dem besten Wege, die lang gehegten Ziele des Bundes zu verwirklichen. Und es wird auch Zeit.
Die Morgenröte kann nicht auf ewig der Retter in der Not sein. Gerade jetzt, wo wir endlich alle dazu gebracht haben, zueinander zu finden. Irgendwie habe ich mir nie Gedanken über das danach gemacht. Aber selbst wenn man meine Dienste beim Bund nicht mehr benötigt, glaube ich nicht, dass sich mein Leben groß ändern wird. Ich werde immer das tun, was ich am besten kann. Die Welt bereisen und jedem meine Hilfe anbieten, der sie braucht. Nicht mehr und nicht weniger. Du bist wie immer ganz der Pragmatiker, mein Freund. Aber auch ich glaube, dass dieses Gestirn noch viel Potenzial bietet, um meinen Horizont zu erweitern. Von daher hoffe ich, dass ich mich dir anschließen kann, Tancred. Ich fürchte, ich habe mich einfach zu sehr an unsere gemeinsamen Missionen gewöhnt. Mit all den wundervollen Scharaden und geheimen Investigationen. Gerne. Aber zieh dir mal etwas Unauffälligeres an. Man riecht bei dir immer malmenweit gegen den Wind, dass du was im Schilde führst. Was ist eigentlich mit dir, Ishtola? Irgendwelche Pläne? Tja, mein Wille, die Wunder der Welt zu ergründen, ist ungebrochen. Ich frage mich jedoch, wie sich Heidelins Abwesenheit auf den ersten Splitter auswirkt. Daher würde ich wohl nach einem Weg suchen, dorthin zurückzukehren. Außerdem habe ich ein Versprechen einzulösen. Wenn ich Begleitung brauche, nehme ich euch vielleicht sogar mit. Aber nur vielleicht. Du willst doch sicher auch Rine besuchen. Ob sie ohne deine väterlichen Ratschläge überhaupt zurechtkommt? Ishtola, bitte. Und was ist mit dir? Was hast du im Sinn, wenn der Bund seine Aufgaben erfüllt hat? Urlaub. Verzeiht die Verspätung. Hier ist eure bestellte Erfrischung. Ah, dann lasst uns noch einmal anstoßen, meine Freunde. Auf unseren Sieg. Das weiß doch nicht, warum wir siegen werden. Auf die besten Reisegefährten. Das ja. Und auf die Zukunft des Gestirns. Auch das wissen wir noch nicht. Schatz? Frisches? Es kommt Wasser von der Decke. Ist das richtig? Ich meine ja nur, aber hier kommt Wasser von der Decke. Also jetzt tropft es nicht mehr so stark, aber ich finde es doch etwas befremdlich. Weil ich nicht weiß, woher es kommt. Also jetzt tropft es nur noch leicht, aber hier ist eine ganze Lache. Ich sag mal so, als hätte sich hier jemand erleichtert. Ich wundere mich nur dezent. Das ganze so, hä? Geht jetzt hier ab? Jetzt ist hier eine kleine... Jetzt war die 4, aber...
Im Verhältnis zu... Dass eigentlich nichts rauskommen soll? Ist es doch etwas seltsam. Das überspringe ich jetzt einfach mal. Okay. Gut, der nächste Weg wäre nach links irgendwo. Gott sei Dank wollte ich eh gleich Pinkelpause machen. Nein! Ich habe mich falsch teleportiert. Ich teleportiere mich einmal kurz dahin. Jetzt mache ich einmal eine kurze Pinkelpause. Ich muss eh kurz ein Handtuch holen. Ich muss das einmal kurz wegmachen, bevor es